Gib mir mal am besten zwei von dem hier in die Hand. Oh, die Rotseidenhose, die könnten wir anziehen. Ist ja schon mal praktisch. Können ihm dann solche Beinlinge geben. Rüstungsklasse. Nee, die Geschicklichkeit ist dann doch praktischer, also kriegt er den Helm. Wobei, was tragen wir? Nö, kann er ruhig den Ring haben und den Ring. Gut. Wir wollten hier noch Pelze verkaufen. An Aschwe. Ah, ihr seid es. Ja. Ich bringe euch eine Mähne. Ich bringe euch eine Mähne. Hervorragende Arbeit, Krieger. Hier ist eure Entlohnung. Rastet nicht, ehe nicht jeder einzelne von ihnen zur Strecke gebracht ist. Ja. Ich bringe euch eine Mähne. Hervorragende Arbeit, Krieger. Ja. Ich bringe euch eine Mähne. Hervorragende Arbeit. Ich bringe euch. Hervorragend. Ich bringe. Hervorragend. So. Erfahrungspunkte kriegen wir dafür. Und jeweils ein Silber. Ja, und hier sollte eigentlich nichts mehr sein. Warum auch immer uns das noch angezeigt wird. Das hier wird uns angezeigt, weil hier unsere Siedlung mal stand. Also die ist jetzt auch komplett weg. Alles. Hier war halt das eine Lager. So, und damit können wir uns zur Nordspitze zurückporten. Und den Schattenhain betreten. Yay. Bei Eloni, abgesehen von den Quests, ist komplett abgeschlossen. So, neue Quest. Durch den Schattenwald. Sprecht mit dem Soldaten am Fuße des Hanges. Trommeln in den Wäldern. Begegnet euch das Portal. Das haben wir gemacht, ja. Haben auch die ganzen Felle verkauft, die wir hatten. Haben langsam etwas Geld. Also ja, 62 Silber. Obwohl. Ja. Am Fuße gibt es Soldaten irgendwo. Da gibt es einen Ork, der böse aussieht. So, da gibt's. Hier gibt es Waldkäfer, die uns erstmal nichts anhaben können, wirklich. Hier unten gibt es auch noch Spinnen. Oh, und hier liegt eine tote Elfe. Hey, ein Heilzauber. Einfacher Diebesring. Die Edelsteine. Ein Heilzauber, den wir sogar benutzen können. Also ja, das hier ordne ich mal so an. Oder nee, die erste Seite lasse ich für unsere Kampfskills und ab hier fange ich dann mit Zaubern an. So, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch jederzeit eine Heilung sprechen. Die kostet 20 Mana. Das heißt, wir können sie zweimal sprechen.
Können erstmal kurz hier hingehen, da können wir vielleicht etwas mehr aufdecken. Da oben sind jede Menge Goblins. Da ist ein Brigantenlager. Ah. Hey, ihr da! Hier herüber! Und ja, hier wäre noch ein Menschenmonument. Ja. Gut. Sergeant Einer. In Ordnung, Leute. Es ist keiner von Ihnen. Wer seid ihr? Sergeant Einer, Truppführer, zweite Schildwache. Und treuer Streiter des Hauses Utran. Was führt Utraner auf diese Seite des Schattenhains? Die verzweifelte Hoffnung eines verzweifelten Kommandanten. Wir hatten Befehl, Brannigans Nachschublager anzugreifen und niederzubrennen. Doch wir hatten keine Chance. Jetzt ist der Rückweg versperrt. Und selbst wenn er frei wäre, wer könnte schon mit leeren Händen zu sterbenden Kameraden zurückkehren? Vielleicht nicht mit völlig leeren Händen. Was meint ihr? Ja, lasst uns gemeinsam den Weg nach Schiel freikämpfen. Habt ihr nicht zugehört? Der Bergpfad, über den wir kamen, ist verschüttet. Wir sind abgeschnitten. Es gibt keinen Weg zurück. Die einzige Möglichkeit wäre über den Nordpass und die Berge herum. Doch damit würden wir mitten durch das Herz von Brannigans Heer marschieren. Drei Lager der Schwarzen Faust halten diesen Pfad. Wenn ihr Schiel erreichen wollt, müsst ihr diese Armeen zerschlagen. Wie wollt ihr das anstellen? Ich besitze die Macht der Rune. Kommt mit mir. Gemeinsam können wir es schaffen. Ihr seid ein Narr. Aber irgendwie mag ich euch. Schätze, weil ich ein ebenso großer Narr bin. Nun denn, so soll es sein. Jagen wir ein paar Grünhäute. Doch wir müssen vorsichtig sein. Goblin-Späher überwachen den Pass nach Norden. Sobald diese Späher unsere Männer entdecken, werden sie ihre Lager alarmieren. Wenn unser Heer bis dahin nicht groß genug ist, werden sie uns geradewegs überrennen. Also, lasst uns gut vorbereitet sein, ehe wir den Pass durchqueren. Ja. Sollten wir uns verlieren, treffen wir uns hier wieder. Markus hier wird euch zeigen, wo ihr in dieser Gegend Monumente finden könnt. Folgt dem. Ich komme nach. Ja, wir hätten erst die Spinnen säubern sollen. Ja, die Goblins halten den Pass hier, den sollten wir also noch nicht durchqueren. Und hier gibt es sogar ein Heldenmonument, was uns auch zugutekommt. Jetzt aber erstmal die ganzen Spinnen hier auslöschen. Jo, hier gibt's Fisch. Wir werden angegriffen! So, soweit ich weiß, wenn ich das Heldenmonument aktiviere, dürfte noch nichts passieren. Doch. Doof. Steh sofort ausgeführt. Alles klar. Die Rune wird sofort ausgeführt. Ja, sie hatten Heilungsstufe 2 und 3. Was schön wäre die Rune? Zu euren Verzüglich. Auf mein Schnell. Zeichen. Mir nach. Das heißt, wir müssen gleich mit voller Action loslegen. Schnell. Und los.
Da drüben sind Steine. Auf mein Zeichen. Sofort. Mir nach. Hier wäre auch noch Fisch. Mir nach. Ja, auf geht's. Und hier wäre das Eisen, was wir brauchen. Gut. Hier. Und los, in die Schlacht. Mir nach. Vorwärts. Das heißt, erstmal hier unten die Spinnen loswerden. Da müssen wir gucken, dass wir die Banditen und so los. Schnell wie möglich ausschalten. Mir nach. Zur Ehre Aonies. Verstärkt die Deckung. Hier, sofort. Mir nach. Hier ist noch eine Spinne. Ja. Hier bin ich. So, dann können wir hier irgendwo abgelegene Holzfällerhütte errichten. Bereit. Sofort. Und los. Ja, wie gesagt, die Goblins werden auf jeden Fall uns sehen, wenn wir durchmarschieren und Hilfe holen, ohne dass wir was dagegen tun können. Das heißt, erstmal halten wir uns da noch fern. Also hier sozusagen ist die Grenze. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Vorwärts. Schnell. Und los. Für den Orden. Sie sind überall. Verstärkt die Deckung. Die sollten wir jedoch mit unseren Truppen schließ die Reihen. Klein kriegen. Hier bin ich. Also mit unseren Helden. Auf geht's. Feindlicher Angriff. Was wünscht die Rune? Stehe bereit. Verstärkt die Deckung. Oder auch nicht, weil ich nicht aufpasse. Gebäude wurde errichtet. Was wünscht die Rune? Auf mein Zeichen. Für die Freiheit! So, Sling, du hast einen Bogen dabei. Vorsicht, Gegner! So, ich hätte sie die Rune sofort ausgeführt. Hätte sie nämlich jederzeit heilen können, eigentlich. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Was wünscht die Rune? So wie ich ihn auch heilen könnte. Auf meine Zeichen. Auch wenn meine Heilung recht schwach ist. Vorwärts. So, damit haben wir das Lager erledigt und haben eigentlich nur noch den Zugang hier, den wir verteidigen müssen. Verfügt über mich. Verstanden. Mine. Eisen war hier. Direkt neben Stein. So, das heißt, wir holen uns auch gleich nochmal die restlichen 5. Sollten sicherheitshalber hier einmal speichern. Bereit. Und los. Mir nach. Ja, der eine Utran-Speer, der läuft ständig zwischen uns und dem Monument hin und her. Also ja, hier gäbe es Fisch.
Und hier oben gäbe es Fisch. Hier wäre aber mehr Platz. Bereit. So, erstmal ein kleines Haupthaus errichten. Ärmel hoch und los. Hier, wo wir etwas Platz haben.